Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Es gibt ein Update bezüglich dem Beton, der nämlich jetzt geliefert wurde und wir gucken uns das gemeinsam an. Viel Spaß beim Video, los geht's! Okay, um euch am Anfang direkt mal abzuholen, wir haben drei Parts, die in diesem Video hier mit Beton gegossen und auch verdichtet werden. Das ist einmal die Treppe, wie man hier sehen kann. Gleich wird dann der Ringanker mit Beton ausgegossen und als drittes dann natürlich auch noch die Balkonplatte. So, und dementsprechend sehen wir das hier. Hier wird auch verdichtet, ne, mit diesem Rüttler oder wie dieses komische Gerät da heißt. Man sieht das, dadurch wird da die Luft entzogen aus dem Beton und dadurch verdichtet sich das halt einfach nochmal. Richtig. So wie es halt auch richtig gemacht wird, so ist das optimal. Ne? Da jeweils eine einzelne Stufe und guck mal, wie sich das Ganze dann dadurch nochmal ordentlich setzt. Da passiert auf jeden Fall schon einiges, so dass man darauf auf gar keinen Fall verzichten sollte, denke ich. Ja, nachdem das verdichtet wurde, muss natürlich nochmal Beton nachgelegt werden, wie ihr jetzt seht. Und das kommt hier durch das große Rohr, wird dann hier auf die Bewehrung und alles komplett mit verteilt. Zack, zack, rein damit. Nicht zu wenig, bitte. Die Treppe soll ja ein bisschen was aushalten. Ist eine Podesttreppe, wer das noch nicht mitbekommen haben sollte, auch in den anderen Videos. Und an der Stelle gerne mal ein Abo dalassen, wenn ihr neu seid. Und dann sieht man auch, wie der weitere Beton dann wieder verdichtet wird, so wie sich das gehört. So, und dann sind wir eigentlich mit der Treppe auch schon durch. Als nächstes sehen wir jetzt hier, wie der Ringanker quasi mit Beton ausgefüllt wird. Zack, zack, da wird das ganze Zeug wieder aufgefüllt. Es wurde hier nicht verdichtet. Es gibt ja auch verschiedene Bindemittel oder ähnliches, hatte Mathe Mai mir auch schon den Hinweis darauf gegeben. Das muss man halt beimischen, dann ist das Verdichten nicht unbedingt notwendig. Ich finde, in dieser Aufnahme kann man das nämlich ganz gut sehen, dass das ja nicht ordentlich richtig verdichtet ist, weil da, ne, da sieht man ja jetzt zum Beispiel schon, dass das nicht richtig abdichtet und das hat man ja bei der Treppe gesehen, dass es deutlich besser aussehen kann, wenn man halt verdichtet. Im nächsten Schritt seht ihr, da wird jetzt hier der Balkon gemacht und der hat ja wirklich mehr als nur ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, wenn ihr euch an die Schöck-Isokop-Thematik daran zurückerinnert, was das für... Ja, Kopfschmerzen bei mir bereitet hat wirklich der Wahnsinn. Da sieht man das ja auch, sind ja einige Edelstahlschlangen rein, die ja in der sogenannten Schöck-Isokorb-Sanierung reingesetzt wurden. Andere, die abgetrennt wurden. Guckt euch dazu gerne, wenn euch das Thema interessiert, die Videos auch nochmal an. Und da sieht man eigentlich mal, wie dick so eine Platte ist, wie viel Material da reingeht. Das ist schon ordentlich, wie ich persönlich finde. Und klar, das ist ein relativ kleiner Balkon, aber ich bin froh, dass ich den da machen konnte, laut der Bauordnung und alles. Das ist ein sogenannter privilegierter Balkon, was auch immer das jetzt im Detail heißen mag. Aber nur deswegen konnte ich, dank der Architektin, weil die das geregelt hat, einen Balkon bei diesem Objekt machen. Und hier wird es, denke ich mal, auch sehr gut zu sehen sein, wie gut jetzt hier gearbeitet wird. Im Verhältnis dazu, dass jetzt hier erstmal eine Schicht Beton reingemacht wird, dann wird hier ordentlich verdichtet und gleich kommt danach nochmal der weitere Beton. Denn hier in der nächsten Aufnahme, wo bedeutend mehr Beton drin ist, kann man das nochmal ganz gut sehen, was hier auch an Luftblasen alles rauskommt, wenn nämlich verdichtet wird. Ne? Also das ist nicht zu unterschätzen. Guck mal, wie es da am Blubbern ist und was da eigentlich wirklich mit passiert. Dass der Beton halt nochmal ein ganzes Stück weit runter geht, sage ich mal dazu, und sich in Anführungsstrichen setzt. Ne? Da sieht man es auch nochmal ganz extrem, wie es da am Rumblubbern ist und alles. Also da ist halt schon wirklich so viel Luft noch zwischen, ist ja auch nur logisch. Zum Ende hin wird hier auch nochmal mit dem Spaten extra ein bisschen was verteilt und so ein paar Stellen schön ausgebessert bei der Platte. Und danach, aber gleich sehen wir das auch nochmal extra zusätzlich weiter verdichtet, wie sich das halt gehört. Na, der Kollege hier ist noch dabei und das Ganze schön am Ausgleichen und am Verteilen. Und da kommt auch wieder der Verdichter und wenn er den jetzt hier reinhält, guck mal, was da für eine dicke Luftblase gerade rausgepoppt ist. Da auch nochmal mehrere. Also das ist nicht zu unterschätzen, was da sich dann alles so an Luft noch drin befindet. Da sollte man halt wirklich ganz klar drauf achten. Kann ich nur jedem hier so als Tipp einfach mitgeben. Das muss halt anständig gemacht werden. Ja, meine Freunde, das war's soweit zum aktuellen Status. Beton ist drin, der muss jetzt trocknen und im nächsten Video seht ihr dann, wenn die Verschalung abgenommen wird, zumindest vom Teil, nicht von den Stürzen bei den Fenstern, aber an den Seiten. Und ja, macht euch drauf gefasst, es wird wieder spannend. Dementsprechend unbedingt ein Abo dalassen, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Haut rein, danke, ich bin auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. Bis zum nächsten und ciao.